dem Feld, wo die Blumen stehen. Und wir singen so froh, wollen glücklich sein. Ja, freut in die Welt hinein. Und dass ihr alle sehr herzlich begrüßen, natürlich auch hier die Gäste aus Erbland, Schönberg, Schnepsiefen, Brunol und woher auch immer. Und ich freue mich, lieber Herr Twilling, dass Sie uns auch mit Ihrer Anwesenheit beehren. Damit bin ich direkt beim ersten Stichwort. Ich möchte mich bei Ihnen stellvertretend für den Oberbergischen Kreis sehr herzlich bedanken, dass der Oberbergische Kreis es sich nicht hat nehmen lassen, uns einen neuen Gerätewagen Messtechnik zu kaufen für 175.000 Euro. Schon mal spürbar was von der Kreisumlage im positiven Sinne. Das ist so ein Anlass und ich denke erstmal einen kleinen Applaus, Herr Twilling. Ja, wir haben hier ein Gefahrstoffmessfahrzeug. Ebenso können wir Radioaktivität messen. Ja, und die Technik hat sich natürlich weiterentwickelt. Wir segnen nur Menschen. Gegenstände sind zunächst mal tote Gegenstände, die erst dadurch eine Bedeutung gewinnen, dass sie von Menschen bedient werden. Und somit haben wir heute so in dieser Einweihung den Blick auf die Menschen gehabt. Mit dem Wunsch, dass dieses Fahrzeug bei der Feuerwehr hier in Brunol in guten Händen ist.